War es ein super schöner Tag gestern und Abend, und heute sind wir jetzt auf dem Weg nach Andenes und wollen mal schauen, ob wir eine Wahlsafari machen können. Das müssen wir aber sehen, ob wir den Hund im Auto lassen können, weil es so warm ist, und das geht nur, wenn wir da einen richtigen Schattenplatz finden, ansonsten geht das nicht. Das müssen wir mal schauen. Ja, die Westeralpen, ich habe gerade Michael gezeigt, hier soll mal rüberschauen, hier ist total traumhaft schön. Also es ist auch eine schöne, wirklich schöne Landschaft. Es ist anders als die Lofoten. Lofoten ist irgendwie alles so noch türkiser und hier ist etwas mehr rauer. Aber auch, also es ist mehr wie so die Fjordlandschaft unten in Mittelnorwegen hier. Also es sind sehr viele Fjorde und bei dem Wetter ist halt also traumhaft. Es ist einfach genial, so ein Glück zu haben. Also das ist, haben wir uns verdient, glaube ich, nach zweimal Norwegen, wo es nicht so ganz so prickelnd war. Und jetzt, diesmal haben wir so ein Glück. Also, wir hoffen, wir können euch heute auch schöne Bilder zeigen. Hoffentlich, vielleicht klappt das ja mit dieser Wahlsafari. Also, irgendwie hätten wir ja schon Lust drauf. Weil der Mario hat uns das erklärt, dass die dort leben, die Wale unten. Das ist dann ihr Wohnbereich praktisch. Und die kommen halt immer wieder regelmäßig zum regelmäßigen Abstand zum Luftholen halt dort hoch. Und deswegen ist da eine Garantie, dass man auch die Wale wirklich sieht. Wäre schon toll, ey. Vor allen Dingen bei so einem Wetter ist wahrscheinlich auch kein Seegang und nichts. Und da kann man also auch vielleicht gut filmen. Und ich hoffe, vielleicht klappt es ja. Bis dann. Tschüss. Sag du auch mal tschüss. Wow. Da muss ich ja jetzt mal lachen. Ciao. Voll motiviert, voll motiviert beim Fahren, sehr konzentriert. Sagen wir mal so. Tschüss.